Ein Werk, das mir ganz persönlich am Herzen liegt, ist der heilige Sebastian von Engeln gepflegt. Wenn man es betrachtet, dann wird man erstmal in den Bann gezogen von einem jungen, nackten Mann. Sebastian lehnt hier an den Baum und ist von Pfeilen getroffen. Das ist ein Teil seines Martyriums. Und Engel lösen eben seine Fesseln. Schauen Sie sich mal an, welche Muskeln diese Engel haben. Schön im Kontrast zu eben diesem jungenhaften Sebastian. Sebastian war eigentlich ein Soldat unter Kaiser Diokletian und weil er eben sich zum christlichen Glauben bekannte, wurde er zum Tode verurteilt.